Hallo Lieblingsfreunde, willkommen hier zum RT Season 30 Legend Turnier. Hat bei mir wie immer ganz knapp nicht gereicht. Ha? So, starten wir. Wir haben hier Platz 1 gegen Platz 5. Kelian Bao, der Typ links und Sphinx rechts. Hat sogar hier so eine Sphinx-Katze als Profilbild. So, bin gespannt. Ha? Sehen wir irgendwelche geilen LD-Cleaves? Oder sehen wir auch da irgendwie nur Meta, aber nachdem irgendwie schon Wasser, Twin, Angel und Sonja gebannt wurden, glaube ich eher nicht, dass wir so was cooles Cleave LD-mäßiges sehen werden. Ha? So, und ich bin irgendwie jetzt schon gelangweilt. Nein, Spaß. So, wir sehen die Light Evolves First Pick mit einem Chandra und einem Tierling. Oh. Mit Oliver und Sarah 2. Und was ist das? Ha? Ein Light Byung-Chul. Und ein Light Pony. Das Ding ist halt schon mal irgendwie Light Ava und Oliver. Gegen Tian Leng ist eigentlich schon mal nicht so besonders, sag ich mal, ja. Chiana und Gapsu, okay, werden sogar eingeloggt, ha? Und das Ding, das ist ja, glaube ich, nur dafür da, jetzt wirklich Chiana zu countern, ha? Hat so komisches Passive-Dings da halt irgendwie. Sonst halt irgendwie nicht so spannend, wird auch eingeloggt. Ja, das heißt wahrscheinlich kein Chiana-Bann. Okay. Und, ja, wie schon gesagt hier, Tian Leng natürlich ganz gut. Da ging eigentlich 4 Units, die Attackbar Boost kriegen. So. Also Chiana vermutlich mit Turn... Okay, never mind, natürlich. Light Ava mit Turn 1, ich glaube, Chiana mit Turn 2. So, Chandra gestrippt, Chandra wird gebombt werden. So, und der Critical Error, ha, macht das überhaupt? Nein. So, das Ding bombt und stunt Chiana. Chandra im dritten Skill. Okay. Der macht ja ganz guten Damage jetzt, glaube ich, ne? Der Light-Kollege. So, wie viel Damage macht Sarah 2? Das Ding ist halt Anti-Critis oben. Und funktioniert into Vioproc. Aber Anti-Crit gestrippt, ne? Oder war vorher schon weg? Ich weiß nicht. Aber ja, Deathbreak jetzt irgendwie auf Chandra oben. Wäre natürlich vorher besser gewesen, wenn Deathbreak oben wäre. Vioproc von Oliver. Wird er wahrscheinlich weiter Chandra fokussen, weil ja. Auf den anderen Units ist überall noch Immunity oben, Skill 1 Healing. Was macht unsere Light Ava? Sind die Zeichen da irgendwie neu? Ha? Hier näher links neben dem HP-Balken. Ist das neu oder war das immer schon? Ha? Ich glaube irgendwie ersteres. Ich glaube nicht, dass die immer schon da waren. So, Sarah 2. Finisht er den Chandra. Jo, Tudor, kein Vioproc. Chiana down. Wird wahrscheinlich das Pony resetten, ha? Okay, doch nicht. Kriegt schon wieder Vioproc und wird jetzt das Pony resetten. Wird aber resisted. So. Okay, landet in Deathbreak, aber Sarah 2 nicht schnell genug. Und weil er halt resisted hat, kann er hier cleansen. So, Anti-Crit. Hat so halb funktioniert, ha? So, da wird aber gestunt, der Fetti. Oliver nix ready. Lass mich schauen, ne? Er ist gestunt, aber hier wegen dem Passive 4 halt eben nicht mehr. Also ziemlich guter Chiana-Counter auch die Unit.
Oh, Vio Proc von ihm. 6,5k Crit. Kann er den Deathbreak landen, ha? Nein, kein Deathbreak. Wenn das Ding jetzt nicht irgendwie Vio Proc, wollte ich sagen. Aber natürlich ist Vio Proc und stand auch davor noch den Oliver. So, das heißt halt ja, wieder Anti-Crit oben. Das Ding ist aber trotzdem, oh mein Gott, hier, Anti-Crit funktioniert irgendwie heute. Wie, also wenn dieser Light Beyond Shoulder irgendwie down geht, wie killst du Sarah 2? Die Art wird wahrscheinlich sein gar nicht, weil du kriegst halt Immunity nicht runter. Okay, Oliver gestunt. So, Sarah 2 hat S2 nicht ready. Oh, Vioproc. S2 ready, wird wahrscheinlich weiter auf den Byung-Chul gehen, auf den Light Byung-Chul. Vioproc von Oliver out of stun. Wenn er jetzt den Typen hier finishen kann, dann ist es GG. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden da irgendwie... Was war das, hä? Das ist ein Sarah 2 mit nicht Max Crit Rate, hä? Könnte sein. Sarah 2 ist, glaube ich, auch gerade für ART übelst schwer zu runen, weil du willst halt die 100 Crit Rate haben, du willst irgendwie halt tanky sein, dass du halt nicht irgendwie ein One-Shot bist. Auf Speed kannst du auch nicht verzichten. Ein bisschen Accuracy wäre vielleicht nicht so schlecht wegen dem Strip und den Dots, ja. Und natürlich auf Fire, ha? No, oh, da geht er raus, ha? Wer ist das? Wer ist das? Und wer bin ich? Jetzt sehen wir einen Seratube-Bun. Nein, wir sehen einen Tieren-Lenk-Bun. Und diesmal pickt der Typ links die Eivor. Natürlich eh Standard, dass die irgendwie alles haben, ne? Mit Ciara und Veronica. Und auf der anderen Seite Double Speedly schon einmal. Die Twin Angels, Oliver, Julian und ein Miles. Gefolgt von einem Leo und einem Laura Pick. Und einem möglichen Smites als Last Pick. Ja, das ist ein bisschen assi, der Leo Pick, ha? Also es wird halt sicher kein Miles-Bun, schätze ich jetzt einmal. Weil halt Leo, ne? Miles, Leo, komplett useless. Okay. Es wird ein Ciara-Bun und es wird ein Smicer-Bun. 38% Crit-Rate Lead für Light, ha? So, Leo mit Turn 1, irgendwas off-will. Ja, der Miles und der Julian natürlich auch. Resisted, Vioproc. Okay, wir kommen den Pushback. Stun of the Angels. So, Veronica mit dem Reset. Wahrscheinlich auf hier Oliver. Bekommt er aber natürlich nicht. So, Julian Focus Veronica. Kriegt auch direkt einen Vioproc. So, Laura mit S3. Speedbuff und so, ganz wild. Auch nicht so viel Schaden. So, wie viel macht der Miles? Der Miles wird halt, weiß ich nicht, 3k oder so wahrscheinlich machen. Wie viel waren es? 4k oder was, glaube ich, gell? Ich dachte, er würde auf Veronica gehen. So, S2 Julian ready. Stunt die Laura. Ist wichtig, weil die halt uns stunnen wird. Fokus den Oliver, kriegt halt kein Deathbreak rauf. Jo, 4k von Miles. Ohne Leo würde er wahrscheinlich das Doppelte machen. Laura increased. Angels haben auch nichts ready. Kriegt dann Stun. Jo, kriegt den Stun auf Oliver. Damage halt auch nicht so wild, ne? Alle halt gespeedcapped. Wegen Leo.
Das ist ja die einzige. Der Julian muss halt da mal ein bisschen Arbeit machen. War ja von Leon. Was ich halt irgendwie schon also gar nicht irgendwie mag, dieses Damage aufteilen. Ne? Jetzt sind die Angels irgendwie fast down. Oliver ist fast down. Miles ist zur Hälfte down. So, ich würde Oliver finishen. Jo, weil die Angels haben Skills wieder ready. Wird sicher da irgendwie dritten Skill Heal Shield machen. Plus vielleicht ein Stun oder so. Jawohl, Double Stun. So, S2. Oh, finished, okay. Ich dachte, er wird vielleicht auf Veronica gehen. Wobei es eh wurscht, weil die nichts ready hatte. So, dritten Skill und wahrscheinlich irgendwie Cooldown Increase oder Reduce auf den Julian. Deathbreak of the Laura, das heißt, bye bye Laura. So, finish die Angels. Weigerprop von Leo mal wieder. Ja, jetzt ist so ein bisschen Race halt, ne? Kann der Julian den Leo? Wer gewinnt? Stun is ready. Damage is good. Stun is ready von Miles, ha? Huh? Oh, in Torrent Range und Julian. Mach's gut. Allerdings, der Leo ist ja nicht auf Vampire, wie wir wissen. Wenn der Miles jetzt 2 prockt, hätte es glaube ich auch nicht erreicht, ha? Huh? Okay, aber das war ein nicer Fight. Ja, Miles mit Leo. Macht halt keinen Schaden, ne? Miles Damage ist halt speedabhängig. So, wir sehen halt wieder Mr. Sarah 2. mit Petter diesmal. Und Gapsu. Und ein Feuerbike, der dann noch transformed wird zu einem Feuermonkey. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn das Sarah 2 irgendwie bannt, relativ wenig wirklicher Damage. Ich meine, er hat schon ein bisschen Damage, also nicht so wenig. So. Und natürlich wieder Tien Leng gebannt. Er hat halt den Deathbreak, ne, mit der Eivor hier. Muss ihn halt natürlich landen, das ist halt die Voraussetzung. So, bauen wir auf die Eivor wahrscheinlich. Into Skill 1. Okay. Light Fatty gegen Dark Fatty, ja? So, Light Fatty reduced und resettet. So, Paradigm Cleanse, ja? Hat er sich deswegen irgendwie Critical Error aufgehoben? Kommt er überhaupt noch dazu? Regiana. Hat er resettet? Nein, oder? Also im zweiten? Werden wir eigentlich wissen. Falls Gianna nicht gestunt wird. Okay, Critical Error ready. Wie viele Stunts? 3 von 4. Light Fatim im Bioproc. Kein Stun auf die Eivor. Deathbreak auf die Eivor. Jo. Gute Damage, aber da hätten Bioproc kommen müssen, dann wäre das Ding wahrscheinlich down gegangen. Aber dafür kommt ein Wirepock von Oliver out of stun. Resettet den Chandra, ist eh klar. Die Gianna wird wahrscheinlich jetzt irgendwie droppen. Jupp. Ah, hat nicht so geil performt, hat er. Light Fatty. Jetzt vielleicht, haben mit dem Bio. Kein Bio. Das 3 auf Chandra. Steht halt auch nur da und macht nichts. Monkey increased. Wird wahrscheinlich jetzt weiter den Light Fatty fokussen. Okay, never mind. Geht langsam mal irgendwie auf den Fire Monkey.
Ich höre diese komischen Zeichen da links neben dem HP-Balken, die sind doch sicher neu, oder? Ich höre, das wäre mir, glaube ich, noch nie aufgefallen, so, oder? So, 2 zu 1 für Mr. Sphinx. Huh? Achso, und es gibt nur zwei. Da sind wir Fahrt, ha? Huh? Sante Sorte. Drr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 r
Da wir das halt kein Deathbreak gelandet ist. Oder hat. Ja, dazu behindert eine Unit, ne? 30% Chance, dass es überhaupt aktiviert wird, ja? Und dann hast du halt Nice Bombe. So, Damage of Ciara, wieder kein Deathbreak, Bioproc. Okay, diesmal ist ein Deathbreak da. So, zweiter Skill, wieder nichts gemacht. Aber ja, Deathbreak halt reicht, um die Ciara zu finishen. Ist halt echt bitter, ne? Dass allein schon zwei Bomben jetzt irgendwie resistet wurden. Und das ist so. Die dritte Bombe resistet. Wie erklärst du das jemandem? Wie kannst du als Entwickler das irgendwie gut finden, dass da gar nicht passiert, ja? Ich meine, absoluter Bullshit. Drei Bomben resistet, ja? Auf Units, die nicht einmal High Resistance haben werden, ja? Kannst nicht einmal sagen, dass er irgendwie halt nur mit 60 Accuracy oder so dasteht gegen Units mit 100 Resistance, ja? Das wird nicht der Fall sein. So, Sonjas Last Pick. Wird vermutlich nicht durchkommen, oder? Und der Amdur auch nicht. Also keine Chance, dass er irgendwie cuttet. Keine Chance irgendwie auf RNG, sag ich mal. Eivor mit Turn 1. Sich auf Gianna oder was gehen, ha? Huh? Oder auf die Angels und Miles wird auf Gianna gehen. Kriegt den Strips dann, Bioproc. 10k pro Hit. So, Bombe auf die Gianna wird auch detonaten. Gianna ist down. 20k Bombe. Oliver resettet hier Smicer. Kann das Ding da, okay, geht mit dem Deathbreak. So, kann er Deathbreak landen? Er wird sicher auf Ciara oder Oliver gehen. Ja, das Ding ist, ich finde, also, schau dir halt den Damage-Unterschied an. Würde der beim ersten Hit Deathbreak landen, nicht geprockt, ja? Erster Hit 2k, wobei ich glaube halt irgendwie Schildrunen oder was, ne? 3,8k, hier landet dann ein Ding wie Deathbreak und auf einmal sind wir bei 7k, ja? Von 2k auf 7k, ich meine, okay, Schildrunen oder was, glaube ich war, da weiß ich nicht, wo Schild daherkam. Achso, ja, hier sieht man hier unten hat Schildrunen. Von Miles wahrscheinlich. Also dieser Feuerbike könnte die Ciara von 100 auf 0 halt one-shotten, ja? Aber es ist halt schwer, ne? Weil einfach 30% Chance Deathbreak, ich meine, mein Hahn hat 50% Chance auf Deathbreak. Und ich hatte so viele Matches letztens auch wieder, wo ich gespielt habe, wo es einfach nicht einmal proppt, ja? Das ist halt echt bitter. So, Silence of Oliver. Gibt es da noch irgendwie eine Chance auf ein Comeback? Huh? I don't know. Problem ist halt, wie killst du den Miles, bevor der Miles dich killt? Kommt der Bike überhaupt nochmal irgendwie dran? Huh? Ich warte drauf. Okay, Bioprop von Smilester, Bombe auf Miles. So, S3, du musst one-shotten. Siehst? Und genau das ist das Problem. Ich meine, er macht eigentlich eh. Würde ich gerne sehen, wie der irgendwie geruined ist. Der Damage ist eh gut, kann man nichts sagen. Auch ohne Deathbreak, aber halt. Der Unterschied ist halt einfach zu guter Damage zu One-Shot halt, ja. Und der Bayek wird alles wahrscheinlich. Also der wird das ganze Team vielleicht bis auf Miles jetzt irgendwie nicht, ja, außer halt irgendwie mega lucky. Aber wenn der mit dem ersten Hit irgendwie den Deathbreak landet und nicht irgendwie die Crits verkackt, one-shottet der. So, ja. 2-1 für Taurus, ne? Das heißt, wir sind dann eh schon im
Finale ist eigentlich eh so relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie 5 Matches gibt. So, Tian Leng und Sonya gepreventet. Eivor mit First Pick, Chandra Sagar, Angels. Oliver, Sarah Toon, der Firebike. Und Mr. Pederer. Wo sind die ganzen Hey-Gangs? Ich weiß eh, die Top-Leute spielen nicht so viel mit Hey-Gang, ha? Huh? Aber warum? Ich will, dass der zu Tode genervt wird. So, was wurde eigentlich gebannt? Cigar und Pattern. So, Eivor natürlich mit Turn 1. Kriegt wieder den Strip Stun auf die Angels. Bombe auf die Angels. Critical Error, Quad Stuns, Death Break, Bayek. Hug of Chiana, dritter Skill von Chandra, Slow Debuffs links und rechts, null nicht auf Oliver. Der natürlich Bioprocked out of Stun. Wir sehen dann wahrscheinlich gleich noch einen Bioproc von Sarah 2 out of Stun, oder? Nein, aber dafür vom Bike. Na gut. So, S3 ready. Hat halt die Angels geklänzt, ne? Ist halt auch mega nice. So, du wirst halt auf jeden Fall dann zweiten Skill Stun machen. Okay. Triple Stun gerade. Tja, da hätte ich auch schon keinen Bock mehr, ha? Julian Cigar. Oh, da ist Mr. Hagen. Und Sonya. Es wundert mich irgendwie, dass das Team links, ich meine, Sonya könnte gebannt werden. Ich meine, ich weiß nicht, ob er Vanessa zum Beispiel. Okay, bannt die Vanessa, ha? Weil das Ding ist halt, er hat halt nur einen Speedlead eben, ne? Mit der Vanessa und rechts hat er halt zwei Speedleads. Deswegen war irgendwie so mein Ding, ob er vielleicht Vanessa bannt. Ja, das Ding ist halt Chiana jetzt mit Turn 1, oder? Okay, immer noch Sonya mit Turn 1. Aber irgendwie glaube ich, dass das nicht reicht. Okay, Fokus in Sarah 2. Ich dachte, er würde auf Chiana gehen. Ja, Sarah 2 down. Ist ja auch ein bisschen peinlich. Dass die Chiana halt nicht outspeedet, trotz Speedlead. Ich meine. Dritter Skill of Cigar. Das ist eh schon wurscht, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Swift-Chiana ist oder eine Vio-Chiana. Wenn es halt eine Vio-Chiana ist, dann macht es halt irgendwie Sinn, dass halt trotzdem outgespeedet wird. Oh, die Sonya überlebt sogar noch und das Stun wird resisted. Ja, aber GG, ne? Ich meine, das ist halt kein Damage da jetzt irgendwie mehr. Selbst wenn du halt permanent mit deinem Oliver resettest und alles. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Julian nicht irgendwann einmal drankommt und irgendwann einmal bioprockt. Deathbreak gelandet, ist eh schon mal guter Damage, auch wenn er nur einen gecrittet hat. Laufen diese ganzen Julians wirklich so mit 70 Crit Rate herum, ha? Ich sehe das voll oft, dass da irgendwie eben einer nicht crittet. So, 1-1. Okay, irgendwie das ganze Video geht nur noch, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so, 20 Minuten. Na gut, 17 Minuten. So, was sehen wir da alles Schönes? Gian und Sonya. Und Leo als Last Pick, der natürlich gebannt wird.
So, die Angels werden gebannt, zwecks Speedlead. Bin gespannt jetzt. Haupt der. Der Cigar Turn 1 kommt. Oder die Sonja wieder. Okay, die Sonja wieder. Wird wahrscheinlich. Na gut, aber wenn der Sarah 2 One-Shotter ist, halt Vanessa dritter Skill da. Okay. Aber die Gianna moved scheinbar als nächstes. Tut sie. Bauen wir auf Sarah 2? Okay. Hat Gapsu nicht bekommen? Was ist das für eine Gianna, hä? So, bye bye Sarah 2 wieder. Bioproc von Julian. Double Non-Crit? Hat er 70% oder 30% Crit Rate, ha? Keine Ahnung. So, S2 of the Guard. Der ist wichtig, dass er Double Critted plus Stunned. Ist irgendwie strange, ha? Wie viel. Also, der hat irgendwie gefühlt Stunned er immer. Man hat Stunned irgendwie gefühlt nie. So, Bio von Vanessa. S2 ready. Deathbreak gelandet. Bioproc von Velachul. Der Revive ist jetzt wieder ready, ne? Von der Vanessa. Die Bomben machen halt echt keinen Schaden. Reset Velachul, aber keine Provokes bekommen. Könnte jetzt, ja, Sarah to Revive und einfach halt. Warum nicht, ne? So, er wird da wahrscheinlich wieder down gehen. Bioproc von Julian. Diesmal crittet er beide. Ist auch nur noch einen Hit vom Death entfernt. Bioproc. Ja, ich schwöre, Julian ist echt. Ich würde gerade irgendwie sagen, dass Julian so. Einer der besten Units gerade ist halt irgendwie in der RT. So allgemein halt, ne? Jetzt nicht irgendwie so für einen Cleaven oder so ein Scheiß, aber so allgemein. Weil was willst du machen gegen die Unit? Du kannst ja halt im Normalfall nicht wirklich killen, außer halt irgendwie mit Oblivion oder Dots, aber beides ist halt relativ schwer zu haben in RT. Du kannst ihn nicht einmal mehr irgendwie CC'en. Er macht so viel Damage einfach, ne? Das ist eh jedes Mal 8k pro Hit mit dem zweiten. Der Stun ist halt auch nicht schlecht. So. Da kommt der Wireproc und er hebt sich S2 auf, ist eh klar. Ja, ich glaube nicht, dass dann Gapsu jemals auch noch irgendwie Land sehen wird. Naja, wobei, wenn er Wireproct. Aber das wird halt nicht reichen, oder? Der ist zu. Er braucht jetzt ein Wireproc. S2 into Bioproc. Ah, ich glaube nicht nochmal mit dem Bioproc jetzt gereicht, ha? Gapsu. So, war's das jetzt, oder? Ich glaube nicht, ha? Ich glaube, wir sehen noch. Ein Match wahrscheinlich. Na, vielleicht kommt der Fun. Ob es ein schnelles ist oder ein langsames. Aber das schaut irgendwie nach einem langsamen Match aus. Ja, es wundert mich wirklich so, diese Vierer-Kombo da links, ja, nimmt Gianna halt irgendwie weg. Dass das Team so gut funktioniert irgendwie. So, Oliver gebannt, Julian gebannt, ja. So, Asher mit Turn 1. Da würde ich jetzt irgendwie sagen, dass Sphinx das gewinnt, ha, weil relativ wenig Damage halt. Kommt wieder darauf an, was der Bayek irgendwie vielleicht macht oder nicht. Bombe auf Gapsu, Critical Error. Alles gestunt. Die Frage ist halt, was gleich irgendwie Bioproct. So, ich würde den Velachul resetten, yep.
Okay, keine Bioprox. Guter Damage von Escher. Ja, wenn der Bike nicht drankommt, dann schaut es irgendwie aus. Bioprox von Cigar. Da ist auch schon down. Okay, ich glaube, das ist unser 3 zu 1, ha. Huh? Hätte da nicht jetzt irgendwie kommen sollen, dass er unser Legend-Gewinner ist? Keine Ahnung, scheinbar nicht. Ja, scheißegal. Das war's hier. GZ Tars. Ich glaube Tars, gell, jo. Tars gewonnen. Ja, GZ und so.